So, auch wenn ihr euch wundert, dass ich immer noch die gleichen Sachen anhabe und dass ich ja schon einige Videos veröffentlicht habe, wo es um ganz viele Produkte geht, gibt es ein weiteres, auch in den gleichen Klamotten. Das ist heute ein kleiner Marathon, denn, wie ich im ersten Video schon gesagt habe, ein Format, was ich einfach mal nochmal machen wollte, auf vielerlei Anfragen, und zwar den Geschenkefinder, um von den Produkten, die ich hier habe, euch einige wirklich schnell vorzustellen, schnell zu zeigen. Und wenn ihr da Interesse dran findet, dann könnt ihr euch ja nochmal direkt eingehender informieren. Ich schreibe euch dann immer hin, um welches Produkt das sich handelt. Es gibt keine Links von mir unter dem Video dazu, weil ich verdiene daran nichts und ich will auch nicht, dass da irgendwie so unterstellt wird, dass mit jedem Klick auf dem Link ich irgendwie als Partner irgendwas verdiene. Tue ich nicht. Trotzdem möchte ich euch die ganzen Sachen vorstellen. Und ja, ich bin einfach gespannt, was ihr mir dann darunter schreibt, ob ihr sagt, jo, toll, das war eine gute Idee oder eben nicht. So, einfach irgendetwas, was ich euch geben will, ohne den Anschein zu haben, da kriege ich irgendwas zurück. Ich habe schon einige Videos abgedreht und ich sehe hier, ich habe noch ein paar Produkte und ich glaube, dieses Video werde ich nochmal unterteilen müssen. Es geht nämlich jetzt um Kopfhörer und zwar um Over-Ear-Kopfhörer. Da habe ich hier so einige liegen. Ich werde einfach jetzt Folgendes machen. Ich gehe quasi preislich von unten nach oben. Da werden einige interessante Produkte bei sein, bin ich mir ganz sicher. Die stelle ich euch jetzt langsam vor. Anfangen möchte ich im Prinzip da, wo ich gerade aufgehört habe. Und zwar hatte ich über DAPS berichtet. So, warum ich da anfangen möchte, will ich euch zeigen. Und zwar gibt es einen Kopfhörer von Hi-Fi Man. Den HE400i kennen bestimmt einige. Ein ganz erfolgreiches Modell und zwar in der Auflage 2020. Jetzt hört man mich wieder besser. Jetzt bin ich hinter der Schallschutzwand hervorgekommen. Hier ist er. Nein, das ist nicht das Kabel, was dazugehört. Und zwar zeige ich euch auch gleich, warum. Das Kabel, was dazugehört, ist in Ordnung, aber nichts Berauschendes. Ist ein ganz normales Stereo-Kabel mit zwei 3,5 mm Mono-Klinkenstecker. Dieses auch. Zwar in Silber, das ist hier von Fio. Muss man mal gucken. Irgend so ein Fio-Kabel, ein einfaches. Hat aber einen 2,5 mm symmetrischen Stecker. Warum, sage ich euch gleich. Denn der HE400i 2020 Edition braucht ordentlich Leistung. Ist ein planarmagnetischer Kopfhörer. Und jetzt kommt sozusagen der Übergang zum Video vorher. Ich habe hier einen DAB. Preiswert. Relativ preiswert. Also ich will jetzt nicht sagen... Doch, der ist günstig. Also er ist wirklich... Doch, er ist preiswert von den Kosten her. Der preiswerteste DAB, den ich sozusagen mit den Features wirklich momentan kaufen kann. Ein richtig gutes Ding. Jetzt momentan ist er im Bluetooth-Streaming-Modus drin. Ich will mal kurz mein Handy her schnappen, um einfach mal etwas von Spotify zu nehmen und hier zuzustreamen. Ja, vielleicht hört ihr das. Ich mache es mal ein bisschen lauter. So, da geht immer noch was und das ist jetzt schon so laut. Das ist jetzt, würde ich sagen, kurz vor Disco-Lautstärke. Deswegen wollte ich das zeigen. Also der kleine DAB schafft das schon, den HE400i 2020 so laut anzutreiben. Natürlich braucht er dann auch High Gain und ganz laut heißt dann wirklich Disco-Lautstärke, dann geht auch hier nichts mehr, aber der kann das. Und das ist eine richtig sinnvolle Kombination von den beiden, weil ich kann mit dem DAB ganz einfach diesen Kopfhörer antreiben, entweder über das Handy, über LDAC, per Bluetooth quasi verlustfrei und dann richtig gute Lautstärken hinkriegen oder eben Musik direkt von der Karte abspielen als eigenen Zuspieler. Und warum wollte ich euch das zeigen? Weil dieser Kopfhörer, ich habe jetzt einige Berichte gesehen und ich bin lange um diesen Kopfhörer rumgetanzt, weil den gab es eine ganze Zeit in Deutschland einfach nicht zu kaufen.
Das war so ein Modell, wo ich schon dachte, ich muss mir den jetzt bestellen. Und zwar irgendwie aus Amerika oder so. Oder von Haifi-Man direkt. Von irgendwo, wo der dann verschickt wird. Der preislich liegt der deutlich unter 200 Euro. Ich glaube bei 170. Ihr werdet merken, in den Videos nenne ich sonst keine Preise, weil bei der Vielzahl der Geräte kann man sich schnell vertun. Bei dem weiß ich es aber recht genau, weil ich da echt lange drum rum gemacht habe, die letzten Monate, seit der rausgekommen ist. Weil was mir sofort aufgefallen ist, ich hatte ja den Deva. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich den Deva mit diesem Blue Mini, mit dem Bluetooth-Modul hatte. Und den fand ich schon sehr, sehr gut für den Preis von 350 Euro. Aber die Farbe war so ein bisschen mit dem Braun und Silber. War nicht so ganz optimal. Das ist quasi der Deva in Schwarz. Zumindest von der Bauform her, von allem, also auch von dem Kopfband, von den Gehäusen, von den Aufnahmen. Der ist jetzt komplett schwarz. Komplett auf meiner Linie, finde ich toll. Die Polster sind im Übrigen wirklich die gleichen wie beim Deva, auch vom Tragekomfort, auch der Anpressdruck. Alles identisch, alles super. Nur, dass der halt komplett kabelgebunden ist. Auf beiden Seiten halt mit einem Standardkabel anschließbar. Von der Leistung her ähnlich wie der Deva. Also der braucht auch Schub, damit der laut wird. Deswegen gerade die Kombination. Ich glaube, da bin ich bei. Mit dem DAB, den ich euch gerade gezeigt habe, den M2X von Shanling. Und dem hier habe ich ein komplettes Hi-Fi-Setup. Auf jeden Fall richtig günstig. So, warum sage ich komplettes Hi-Fi-Setup? Dieser Kopfhörer. Also ich weiß, dass in anderen Videos ganz oft gesagt wird, naja, für 170 Euro ist er gut, aber sonst, oder Dollar, sind ja meistens englischsprachige Kollegen, die solche Dinger hier testen. Da ist er ganz gut, aber ja, nichts Besonderes. Da sage ich jetzt einfach mal, muss man natürlich sagen, nein, der ist was Besonderes, der ist richtig genial. Dieser Kopfhörer ist, also von Drop, wer sich da ein bisschen auskennt, ja, da brauche ich mir nichts mehr von Drop bestellen, nur weil ich was günstig haben will. Wenn ich den Einstieg machen möchte in die Hi-Fi-Schiene, magnetostatische Kopfhörer, dann komme ich an diesen Kopfhörer nicht vorbei. Was ihm, also eigentlich fehlt ihm gar nichts. Was ihm ein bisschen abgeht, das ist der Tiefbass. Da ist tatsächlich der Roll-Off früher als bei Kopfhörern, die deutlich mehr kosten. So ein Aion Flow zum Beispiel, der knapp 1000 Euro kostet, den stelle ich auch noch vor. Der hat da noch ganz andere Qualitäten, das ist klar. Aber wenn jemand sagt, naja, der ist so ganz in Ordnung, nein, also für das Geld kriege ich nichts Besseres in dem Preisbereich. Ich würde sogar sagen, der gefällt mir sogar besser als der Deva. Und der kostet 350 Euro. Das ist das Doppelte mal eben. Ich finde den sogar musikalischer als den Sundara. Der kostet auch 350, ist mal für 500 Euro auf den Markt gebracht worden. Ich habe gesagt musikalischer. Ich sage nicht, dass der transparenter oder noch akkurater spielt. Darum geht es mir jetzt auch gar nicht, sondern aufsetzen, Musik hören, Musik genießen. Ich weiß nicht, was ich bei dem hier bemängeln sollte. Wie gesagt, außer dass der Tiefbass einen leichten Roll-Off hat, kann ich aber gut nachregeln, wenn ich einen Equalizer nutze. Muss ich aber nicht. Der ist insgesamt in sich so gut abgestimmt, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass der vielleicht in den Höhen irgendwie matschig ist oder vielleicht zu wenig Höhen sogar hat, was aber untypisch wäre für Hi-Fi-Man. Hat er aber nicht. Was soll ich sagen? Der Sundara zum Beispiel war für meinen, ich fand den sehr gut, aber im Vergleich zu dem deutlich zu viel Höhen. Also der hat so ein Hochtonplateau, was man eigentlich komplett ein Stück weit bedämpfen muss, damit er ein bisschen mehr in die Richtung ausgeglichener wird, geht. Das hat er nicht. Der ist angeregt ausgeglichen. Der hat eine Räumlichkeit, die ist wow. Also ganz im Ernst, ich weiß gar nicht, was Hi-Fi-Man sich gedacht hat, den für den Preis rauszubringen. Wenn ich jetzt mal genau hingucke, ja. Die Verarbeitung, das ist natürlich Kunststoff. Ja,
das Gehäuse, Kunststoff. Das ist Metall. Der Bügel, ja, der wiegt jetzt, der ist okay. Ja, also es ist jetzt kein hochwertiger Kopfbügel wie bei einem Focal oder so, wo das Kopfband zwar ähnlich aufgebaut ist, aber schon eine ganz andere Anfassqualität hat. Das hier ist fester Schaumstoff, der hier drunter ist. Das ist Kunstleder, einfaches Kunstleder, relativ hart. Das macht aber nichts aus beim Tragen, denn wenn ich den aufhab, stört mich das gar nicht. Der ist vom Anpressdruck vom Aufsetzen her, ich kann den so stellen, wie ich will. Der sitzt super. Ja, hier runde, ich weiß nicht, ob man es sieht, runde, ja, ganz schwer. Also diese runden Ausschnitte, gerade so groß und schön breit, auch die Auflagen, dass das völlig okay ist. Mein Ohr liegt zwar innen drin so ein bisschen an, aber absolut weich, absolut vom Tragkomfort top. Wie gesagt, ist jetzt nicht der absolut edelste Kopfhörer, aber ich glaube, das muss auch nicht sein für das Geld. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel erwartet. Aber robuste, zumindest was ich bis jetzt sehen kann, robuste Technik, Schrauben, die man auch zur Not selber nochmal auswechseln kann. Zumindest kann man den zerlegen. Klasse. Wie gesagt, und klanglich absolut angeregt ausgeglichen, das Ding. Eine leichte Mehrenergie in den oberen Mitten im Hochton, aber ganz sanft mehr. Nicht übertrieben, nicht was man Hi-Fi-Man manchmal nachsagt, dieses Hochtonplateau oder irgendwelche Peaks im Superhochton. Das höre ich bei dem ehrlich gesagt nicht. Ich habe mit dem Kopfhörer Tool gehört, dieses schöne Lied aus meiner Playlist, und habe dort auf die Stelle geachtet, wo dann auf dem rechten Ohr dieser hohe Piepton kommt. Und ich habe schon gedacht, oh, der kommt gleich bestimmt ganz stark, weil ist ja ein Hi-Fi-Man. Nein, kommt er nicht. Also da muss ich auch hinhören und der kommt genauso, wie ich mir das vorstelle. Wirklich, der steigert sich und dann ab einer bestimmten Stelle kommt er einmal so richtig prägnant und dann geht er von der Intensität wieder runter. Und das ist hier super zu hören. Also im Prinzip zu hören nicht, denn genau wenn der lauteste Piepton da war, dann hört man den ersten danach quasi gar nicht mehr. Da muss man wirklich sich drauf konzentrieren. Ich habe Kopfhörer, andere, die sind da so, die langen da so zu, dass ich den Piepton quasi immer höre, sobald er einsetzt. Und dieser lauteste, der dann kommt, dann muss ich die Lautstärke runterdrehen, weil das dann ganz schön zwirbelt, bei dem nicht. Das heißt aber nicht, dass der keinen Hochton hat oder so, sondern der ist einfach richtig, richtig toll getuned. So, mehr will ich dazu nicht sagen, war auch schon eigentlich viel zu viel. Das ist quasi auch schon ein eigenes Video, was ich jetzt zu dem Sundara veröffentlichen könnte. Ich mache das hier in diesem Bereich für andere Over-Ear-Kopfhörer als Geschenkefinder oder Geschenkefinder für 2020, weil das ist ein Kopfhörer, wo ich sage, wenn ihr einen offenen Over-Ear-Kopfhörer verschenken wollt an jemanden, der sagt, ich möchte hier ein bisschen was haben, ein bisschen mehr Authentizität, Hi-Fi-Erlebnis, das ist der Kopfhörer. Man braucht allerdings einen guten Zuspieler und guten Power, damit der auch richtig Spaß macht. Also am Smartphone, muss ich ganz ehrlich sagen, wird das mit dem nichts, dann macht er auch keinen Spaß. So viel zum Hi-Fi-Man Hi-400i 2020. Mein Geheimtipp für dieses Weihnachten. Vielen Dank. Gern wieder eure Kommentare, wie in jedem Video sage ich das. Gern aber auch einen Daumen nach oben. Daumen nach unten muss nicht unbedingt sein. Macht ruhig einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.